uns zum Tagesordnungspunkt 33, Anmietung von Räumlichkeiten zur Unterbringung von Organisationen als Einheiten der Landeshauptstadt und von asylsuchenden Menschen am Standort Linderstraße 3. Hier liegen mir eine ganze Reihe von Ergänzungsanträgen vor. SPD, Fraktion Die Linke, CDU. Die Frage ist, können wir das in der Fraktionsrunde machen? Ich sehe wohlwollendes Nicken. Und weil ich das kräftigste Nicken zunächst gesehen habe von der SPD, ist auch an der Reihe, Herr Dreves, Sie dürfen starten. Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, als erstes vielleicht ein kurzes Wort zur Gesamtvorlage, bevor ich dann noch mal schnell was zu unserem Änderungsantrag sage. Die SPD-Fraktion wird der Vorlage, wie sie die Stadtverwaltung hier vorgelegt hat, zustimmen. Aus unserer Sicht macht es erstmal mit Blick auf das Thema Verwaltungsunterbringung sehr viel Sinn, was die Verwaltung hier verhandelt hat und auch vorgeschlagen hat. Und an dieser Stelle auch will ich auch noch mal betonen, dass uns das auch durchaus überzeugt hat, was die Stadtverwaltung sehr transparent an Pro- und Kontra-Argumenten für die zwei unterschiedlichen Standorte, die ja im Gespräch waren und wo wir ja auch alle miteinander relativ viel Post dazu bekommen haben, vorgelegt hat. Das war für uns eine gute Grundlage, die Vorlage und den Vorschlag zu bewerten. Und in der endgültigen Bewertung sind wir dazu gekommen, dass wir den Standort an der Lingner Allee sehr sinnvoll finden und unterstützenswert finden. Auch das Thema Unterbringung von Geflüchteten in der ehemaligen City-Herberge ist was, was wir mit unterstützen. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es einfach gerade eben notwendig ist, alle möglichen geeigneten Unterbringungsflächen für geflüchtete Menschen in dieser Stadt zu nutzen. Ein ehemaliges Hostel oder eine ehemalige Jugendherberge ist da, glaube ich, wirklich grundsätzlich geeignet. Und da wir diesen Platz brauchen, werden wir da auch zustimmen. Ich finde es auch ein gutes und wichtiges Signal, was wir setzen, dass eben in Dresden die Debatte nicht geführt wird, geflüchtete Menschen irgendwo am Stadtrand oder in irgendeinem Gewerbegebiet oder so unterzubringen, um sie aus der öffentlichen Aufmerksamkeit rauszukriegen, sondern dass wir eben auch so einen Standort, der ja nur wirklich sehr zentral in dieser Stadt liegt, dafür in Betracht ziehen. Und ich glaube auch mit Blick auf das Thema Anbindung, gerade Verkehrsanbindung, was Mobilität auch für die Menschen angeht, aber auch Versorgungsmöglichkeiten, setzen wir da tatsächlich die richtigen Prioritäten, insbesondere mit Blick auf das letztgenannte Versorgungsmöglichkeiten, da ja auch die Ergänzung der grünen Fraktion dort eben auch noch ein Stück weit nachzuarbeiten und nachträglich noch ein paar Kochmöglichkeiten und Küchen einzubauen, damit wir eben tatsächlich auch die Selbstversorgung der geflüchteten Menschen gewährleisten können und nicht auf ein Catering angewiesen sind, es ja schon im federführenden Ausschuss in die Vorlage reingeschafft hat. Das ist auf jeden Fall eine sinnvolle und notwendige Ergänzung. Wir schlagen trotzdem noch eine Änderung der Vorlage vor, die sich gar nicht unbedingt so auf die grundsätzliche Entscheidung jetzt und sofort bezieht, sondern eher auf die Perspektive. Wir haben in dieser Stadt ursprünglich mal Qualitätskriterien beschlossen und definiert, wie Übergangswohnheime für Geflüchtete ausgestaltet sein sollten und insbesondere wie groß die sein sollten. Ich glaube, wir sind uns alle einig und die Ansicht teile ich auch, dass die im Moment nicht zu halten sind. Im Moment müssen wir so viele Menschen unterbringen, dass wir uns nicht mehr daran halten können, dass so ein Übergangswohnheim maximal 65 Plätze hat. Wir können aber alle miteinander nicht wissen, wie sich die Situation in den nächsten 10 Jahren entwickelt. Und wenn wir heute beschließen, für die nächsten 10 Jahre diesen Mietvertrag zu unterschreiben und die Planung mit einem Übergangswohnheim mit 280 Plätzen zu machen, dann ist das eine Situation, die uns als SPD-Fraktion nicht zufriedenstellt. Und deswegen haben wir eine Änderung für die Vorlage formuliert, die dem Sinn nach sagt, solange wir noch so viele Menschen unterbringen müssen, wie das momentan gerade der Fall ist, dann machen wir das dort und dann machen wir das dort auch in der vollen Auslastung. Aber wenn die Situation mal eine andere ist, dann wollen wir, dass die ehemalige City-Herberge zwar als Übergangswohnheim für geflüchtete Menschen erhalten bleibt, aber eben auf das vormals definierte Maximum von 65 Plätzen auch tatsächlich begrenzt wird, damit aber eben die Flächen, die dann frei wären und nicht mehr zur Unterbringung genutzt werden, trotzdem sinnstiftend für die Stadt genutzt werden können, schlagen
schlagen wir vor, dass eben auch die Option mitgedacht werden soll, diese frei werdenden Flächen dann später mal der zusätzlich noch der Verwaltungsunterbringung, die ja ansonsten in dem Objekt stattfinden soll, zuzuschlagen. Das ist die Änderung, die wir beantragen. Das ist dort in dem Areal aus unserer Sicht auch ohne Probleme möglich. Und ich würde mich freuen, wenn Sie unserer Ergänzung zustimmen könnten und wenn wir am Ende dann tatsächlich insgesamt diese Vorlage ergänzt um unseren Punkt beschließen könnten. Vielen Dank. So, wir setzen fort in der Fraktionsrunde. FDP, das Wort gewünscht, Herr Blödner, bitte. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, Anmietung von Räumlichkeiten zur Unterbringung von Organisationseinheiten der Landeshauptstadt Dresden und zur Unterbringung von Asylsuchenden in der Lingner Allee. De facto haben wir hier zwei Vorlagen in einer. Einerseits die Bürofläche für die Mitarbeiter der Stadt, was ca. 29.300 Quadratmeter des Objektes ausmacht. Zum anderen die Übernahme der ehemaligen Cityherberge zur Unterbringung für Asylsuchende mit ca. 3.000 Quadratmetern, 137 Zimmern, die direkt nutzbar sind. Vorneweg, auch wenn die Anmietung einige Probleme in sich trägt, werden wir am Ende zustimmen. Der größte Teil des Objektes dient der Verwaltungsunterbringung. Durch die Gesamtgröße sowie die Möglichkeiten durch die eigentümerähnliche Struktur des Mietvertrages ist man als Stadt vergleichsweise flexibel, kann verschiedene auslaufende Mietverträge der kommenden Jahre nutzen, dort entsprechende Ämter zentral unterzubringen. Und man hat Möglichkeiten zur Auslagerung der Arbeitsplätze während der Rathaussanierung. Aus der Sicht scheint es plausibel und sinnvoll, wenngleich sich sicher beim Umfang der Anmietungen die Frage stellt, ob es nicht immer mehr wird. Wir werden genau schauen, dass auch an anderer Stelle Abmietungen erfolgen und die Gesamtfläche für die Verwaltung nicht weiter steigt. Da stellt sich einerseits immer die Frage, ob ausreichend flexible Arbeitswelten geschaffen werden, die ja auch an der einen oder anderen Stelle Flächeneinsparungen ermöglichen sollten. Da erwarten wir, dass das konsequent vorangeht. Zum anderen spiegelt sich der stetige Personalaufwuchs der Stadt wider. Die zusätzlichen Mitarbeiter, beispielsweise zur Bearbeitung der Wohngeldanträge, müssen irgendwie untergebracht werden. Das verursacht auch bei den Büroflächen immer mehr Kosten. Und wir sollten uns öfter hinterfragen, ob jede einzelne Richtlinie, jede einzelne Maßnahme als Stadt notwendig ist. Alles braucht Mitarbeiter und Platz und kostet Geld. Und wir müssen Wege finden, künftig den Personalbestand wieder zu reduzieren. Die potenziellen Mitarbeiter gibt es ja sowieso nicht mehr ausreichend. Entsprechend müssen wir in der Hinsicht weiter das wachsam sein und schauen, wie wir da vielleicht die ein oder andere Vorteile wieder hinkriegen. Im Gegensatz zur damaligen Anmietung der Annenhöfe scheint man diesmal seitens der Stadt auch besser verhandelt zu haben. Zwei Angebote konnten gegeneinander abgewogen werden und man musste nicht alles zu allen Konditionen annehmen. Das Schreiben der Geschäftsführung des World Trade Centers zeigt ja, dass man da seitens der Stadt einiges richtig gemacht hat und man sich beim World Trade Center offensichtlich deutlich verzockt hat. Anders sind solche Schreiben eines Vermieters an die Öffentlichkeit nicht erklärbar. Daher diesmal an der Stelle Kompliment an die Verhandlungsführung und das klare Signal der Stadt, dass Vermieter auch gute Angebote machen müssen. Sonst wird es halt nichts. Inwieweit die Eigentümerfunktion jetzt Vor- und Nachteile hat, wie hoch die Risiken im Gebäude sind und was der Umbau tatsächlich kostet, wird sich zeigen. Aber alle Argumente waren plausibel und die Optionen und Flexibilität für die Stadt mit einem solchen Gesamtobjekt sind sicherlich gut. Der andere, deutlich kleinere Teil ist die ehemalige Cityherberge zur Unterbringung von Asylsuchenden. An sich ist es kein Objekt, welches unseren Zielen der dezentralen Unterkunft entspricht. Es sind zu viele Menschen in einem Objekt. Es konzentrieren sich zentrale Unterkünfte mittlerweile sehr stark in der Altstadt. Das steht den eigentlichen Zielen der dezentralen Unterbringung und einer Verteilung über das Stadtgebiet deutlich entgegen. Allerdings ist die Anzahl der Flüchtlinge, die wir als Stadt zugewiesen bekommen, nach wie vor viel zu hoch. Wir bekommen diese aktuell nicht anders untergebracht. Messe, Turnhallen, Anmietung von Hotels oder Containerdörfer wie in anderen Kommunen sind allesamt deutlich schlechtere Lösungen als diese Anmietung. Das Problem bei dem Thema ist leider bundes- und landespolitisch. Zu viele Menschen kommen nach Deutschland, zu wenige ohne Bleibeperspektive werden zurückgeführt. Es geht sehr stark Richtung Überforderung bei Integration und Gewährleistung der Unterbringung. Da sind Bund und Land in der Pflicht. Als Kommune bleibt uns nur, bestmöglich die zugewiesenen Flüchtlinge unterzubringen und zu integrieren. Entsprechend benötigen wir diesen Standort zur Unterbringung. Zu den Änderungsanträgen ist, glaube ich, jetzt in der Form, wie er vorliegt, der von der SPD, der, dem man sinnvoll zustimmen kann. Und zum Gesamtantrag werden wir als FDP entsprechend zustimmen und die Anmietung der Lingner Allee entsprechend ja, zu ermöglichen. Vielen Dank. Als nächstes Freie Wähler, Freie Bürger, Herr Nitsche.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, die Unterbringung von Verwaltung ist ein Thema, was den Stadtrat schon sehr, sehr lange beschäftigt. Ich gehe nur wenige Jahre zurück. Seit 2019 warten wir auf die fehlenden Planungen zur Unterbringung der Verwaltung. Die sollen dieses Jahr im Frühjahr vorgelegt werden mit, kann man ganz einfach ausrechnen, 4 Jahren Verzug. Das Vorlagen der Verwaltung hinter den eigenen Terminplanungen zurückliegen und manches sich da etwas länger hinzieht, das ist grundsätzlich nichts Neues. Was wir in letzter Zeit aber sehr häufig erleben, ist, dass es bei manchen Vorlagen ganz, ganz schnell gehen soll. Zum Beispiel bei der Vorlage, die uns jetzt vorliegt. Bei dieser Vorlage muss es jetzt ganz, ganz schnell gehen. Und das befürchten wir, und das möchten wir heute noch mal betonen, wo die Folgekosten nicht absehbar sind. Es ist scheinbar ein Schnellschuss. Warum gibt es hohe Folgekosten und warum ist das schwer absehbar? Wir haben bei diesem Gebäude, welches jetzt angemietet werden soll, einen Stau an Sanierungsmaßnahmen. Das Gebäude sollte schon 2019 abgerissen werden. So war der erste, waren die ersten Planungen. Man hat die Mietverträge verlängert. Man hat aber keine wichtigen, werterhaltenden Maßnahmen und Investitionen durchgeführt. Wenn wir mal in die Nachbarschaft schauen, da haben wir die zum selben Zeitpunkt in etwa erbaute Robotronkantine. Die soll nach Angaben der Stadt von der Sanierung her ungefähr 12 Millionen Euro kosten. Wir haben jetzt das fast zehnfach so große Gebäude. Und da will man mit 6 Millionen Kosten eine Nutzung über 10 Jahre erreichen. Das ist unserer Meinung nach unrealistisch, es ist blauäugig und es ist naiv. Ich mache das mal an 2 Zahlen konkret. 4.000 Quadratmeter Robotronenkantine bei 12 Millionen Sanierungskosten macht 3.000 Euro je Quadratmeter. Die Investitionskosten, mit denen die Stadt für die anzumietende Fläche von 33.000 Quadratmetern plant, und da habe ich noch nicht das Untergeschoss mit gerechnet, bei 6 Millionen Euro, macht 180 Euro für den Quadratmeter. 180 Euro für den Quadratmeter dafür, dass wir diese Gebäude 10 Jahre nutzen können. Und es kommen keine weiteren Kosten hinzu. So zumindest die Meinung der Verwaltung. Besser wäre es gewesen, wenn man Verwaltungsunterbringung nicht nur längerfristig plant, sondern diese längerfristige Planung auch sinnvoll nutzt und sich für den Vergleich von Angeboten Zeit nimmt. Noch ein Problem der Anmietung ist unserer Meinung nach die Verpflichtung des Eigentümers zu übernehmen. Das ist hochriskant. Wir haben in den nächsten 10 Jahren eben erwartbare Kosten, die über diese 6 Millionen hinausgehen. Ich zähle Ihnen mal ein paar Risiken auf. Nicht vollständig. Brandschutz, Schadstoffe, Anforderungen an Wärmedämmung, Energieeffizienz. Bedenken Sie bitte, es handelt sich um einen teilsanierten Plattenbau, den wir dort anmieten werden. Höchstwahrscheinlich, wenn ich auf die Mehrheiten in diesem Haus schaue. Leider, wenn ich auf diese Mehrheiten in diesem Haus schaue. Ich möchte noch auf etwas darauf aufmerksam machen, dass es nicht nur unsere Bedenken sind, die wir mit diesem Gebäude haben, sondern eben auch die Bedenken der Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Ich möchte den Gesamtpersonalrat zitieren, also die Vertretung derjenigen, die jetzt in diesem Gebäude sind und dort mitarbeiten. In diesen Jahren, ich zitiere, erreichen die Personalvertretungen immer wieder Beschwerden über unerträgliche Raumtemperaturen in den Sommermonaten, zugige Fenster in der kalten Jahreszeit, starke Lärmbelästigungen durch die Skateranlage, fehlende Parkplätze für Besucher und mangelnde Barrierefreiheit. Ich zitiere weiter. Was bei langen, schmalen Gängen zum Sicherheitsrisiko werden kann. Bereits jetzt verirren sich Besucher des Sozialamtes in andere Amtsbereiche. Das bedeutet, dass bei begrenzten finanziellen Mitteln nach entsprechender Priorisierung von Brandschutz, Arbeitsschutz und Sicherheit alles andere beim wörtlichen Alten bleibt. Also Retro statt neue Arbeitswelten, die ja die Stadtverwaltung gern dort einsetzen möchte. Dagegen wird das Stadtforum ein Prestigebau für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erster Klasse. Ein Zitat noch. Angesichts unserer Erfahrungen am Beispiel anderer Baustellen, die jahrelang Thema im Arbeitsschutzausschuss gewesen sind, haben wir Zweifel, dass sowohl der Zeit- als auch der Finanzplan eingehalten werden. Hier muss mit realistischen Zahlen gearbeitet werden.
Wir glauben, die Zahlen, die uns vorgelegt werden, sind unrealistisch. Wir befürchten Mehrkosten. Leider befürchten wir dies. Und, Herr Bürgermeister Kühn, Sie setzen sich persönlich für das Projekt ein. Ich finde es immer gut, wenn jemand sich persönlich intensiv für etwas einsetzt. Wenn Sie konsequent sind und sagen, wir kommen mit den 6 Millionen Euro hin, was Sie ja jetzt hier vertreten, was ja in der Vorlage explizit drin steht, und die Mehrkosten nicht eintreten, dann seien Sie bitte auch so konsequent, dass, wenn dann doch Mehrkosten eintreten, Sie die Verantwortung dafür übernehmen. Vielen Dank. Wird Dissidenten das Wort gewünscht? Nein, sieht nicht so aus. AfD, Frau Dr. Schöps. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, wenn ich so in die letzten Jahre Stadtratsgeschichte zurückblicke, dann schaue ich auf teure Großprojekte. Und da gibt es ein gewisses Muster bei der Entscheidungsfindung. Maßgaben des gesunden Menschenverstandes, wie etwa Sinnhaftigkeit des Projekts, sparsamer Umgang mit Steuergeldern und Nutzen für die Bürger, auch für kommende Generationen unserer Stadt, müssen nämlich immer dann zurücktreten, wenn eine gewisse politisch-ideologische Agenda auf dem Programm steht, der Stadtratsmehrheit, die sich jeweils dann finden wird. Dann wird gnadenlos schön gerechnet, es werden Risiken klein geredet und es werden praktikablere und dann meist auch kostengünstigere Alternativen madig gemacht, wo es nur geht. Konkret erinnern sich vielleicht, denke ich jetzt an Schulverwaltungsamt mit den Luxusbüros, an den hässlichen Protzbau unseres neuen Verwaltungszentrums gegenüber am Ferdinandplatz. Und auch die beabsichtigte Anmietung der Lingner Allee als Asyl- und Verwaltungsherberge folgt diesem Muster. Ich kenne das Gebäude sehr gut, denn ich habe selbst dort einige Jahre lang gearbeitet. Die Mieterfirmen wurden ursprünglich zum Jahresende dann 2022 gekündigt, sind ausgezogen, denn es war ursprünglich vorgesehen, diesen verschlissenen DDR-Bau abzureißen. Es hat sich inzwischen alles geändert, die Welt hat sich weitergedreht und nun soll der Bau stehen bleiben, aber es bleibt nach wie vor eine abbruchreife Schrottimmobilie. Die Stadt will ja nur mieten, also kann das ja nicht so schlimm sein. Aber der Mietzins von 9,50 Euro sieht auch ganz gut aus, sieht nur auf den ersten Blick so gut aus. Denn wenn man genauer hinschaut, gelten ja die 9,50 Euro nicht nur für die einigen Büros oder dann auch die ehemaligen Räume der Cityherberge, die für Asylbewerber genutzt werden sollen, sondern für den Keller und der ist immerhin 6.000 Quadratmeter groß. Wenn man sich dann mal eine andere Büromiete anschaut und rechnet das wirklich dann nur so auf die Büros hoch, dann sieht das mit den 9,50 Euro schon gar nicht mehr so toll aus. 9,50 Euro sind außerdem eine Indexmiete und Sie wissen ja, eine Indexmiete, die passt sich immer an die Inflationsrate an. Und wenn man schaut, dass jetzt letzten Monat im Februar 8,7% Inflation in Deutschland aufgerufen worden, dann können Sie sich ja vorstellen, wo Sie dann in 10 Jahren mal irgendwann mit der Miete rauskommen. Ein weiteres Kostenrisiko liegt darin, dass die Stadt hier einen sogenannten Triple-Net-Vertrag abschließen will. Das heißt, der Mieter übernimmt weitgehend die Verpflichtungen eines Eigentümers. Also all die Kosten, die aus einer abrissreifen DDR-Platte aus dem Jahre 1970 ein akzeptables Bürogebäude machen und es in diesem Zustand dann auch erhalten. Plus sämtlicher Betriebskosten und Versicherungen natürlich auch noch. Zu den Rahmenbedingungen dieser baulichen Instandsetzung stellt die Vorlage erstmal die entscheidenden Fragen schon überhaupt nicht. Die veranschlagten 10 Millionen oder jetzt sollen es ja 6 sein, erstmal für die ersten Investitionen, sind für mich eine unrealistische, schön gerechnete Wunschgröße. Auch die finanziellen Auswirkungen hinsichtlich der Betreibung und der laufenden Unterhaltung des Gebäudes für die Jahre 25 bis 33 tauchen in der Vorlage überhaupt nicht auf. Gibt es wahrscheinlich nicht, dann ist alles kostenlos, weil ja alles wunderbar ist und sich auch nichts verändert und nichts kaputt geht. Ich denke, das Abenteuer Lingner Allee wird so richtig, richtig teuer. Es gibt ja auch kein Gutachten. Man hätte ja können mal einen objektiven Bausachverständigen, der unabhängig uns dann bescheinigt, welcher Zustand in dem Gebäude herrscht, was eventuell an Kosten dort zu investieren ist, hätte man ja mal können fragen vorher. Aber nein, das macht man nicht. Denn das wäre ja dann die Voraussetzung eines seriösen Triple-Miet-Vertrags gewesen. Aber die Stadt hat es ja nicht nötig. Und selbst für mich als Laien ist erkennbar, dass das alles ja nicht aufgehen kann. Ich weiß, dass die Haustechnik total veraltet und marode ist.
Elektrik ist eine Katastrophe. Wasserleitungen sind teilweise zugesetzt, dass sie aus dem Haar nur ein paar Tropfen rauskriegen für ihre Kaffee, den sie vielleicht mal im Büro dann kochen. Das Datennetzwerk ist praktisch, jedenfalls in den Räumen, wo wir damals gesessen haben als Firma, kaum vorhanden. Fenster sind zugisch, wurde schon gesagt. Die Fußböden, die müffeln, da steigen seltsame Gerüche auf. Vielleicht sind es Schadstoffe, vielleicht auch nicht. Wir wissen es nicht. Der Brandschutz ist eine Katastrophe. Sie haben da so Holztüren mit alteingeglasten, so Fenster mit Kitt, wie das früher so war. Die Sicherheitstechnik gibt es nicht. Es gab ständig Einbrüche im Haus. Und zuletzt gibt es natürlich auch überhaupt keinerlei Wärmedämmung. Und den Wärmeschutz im Sommer gegen Hitze gibt es natürlich auch nicht. Und Sie sehen also nicht mal Ihr Klimagott, wenn man an die Wärmedämmung denkt, wird in der Lingner Allee langfristig glücklich werden. Kennen Sie eigentlich das Gebäudeenergiegesetz? Dort steht nämlich in § 4 Absatz 1, ich zitiere, einem Nichtwohngebäude, das sich im Eigentum der öffentlichen Hand befindet und von einer Behörde genutzt wird, kommt eine Vorbildfunktion zu. Von einer energetischen Sanierung lesen wir in der Vorlage exakt gar nichts. Wie Sie sehen, eine wirtschaftliche Alternative zu diesem Fass ohne Boden wäre hier dringend angedacht. Entweder man analysiert den Bauzustand ordentlich und richtet sich dann danach aus, oder man versucht es doch einfach mal mit dem World Trade Center. Dort wären die Kosten von 12,50 Euro kalkulierbar und die Klimaproblematik wäre weniger klimaverlogen. Vielen Dank. Wir setzen fort. Bündnis 90 Die Grünen verzichtet. Linke, Frau Baku, bitteschön. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, tja, nach der Rede ist es jetzt ein bisschen schwierig, in mein Thema einzusteigen. Frau Dr. Schöps, es wäre, ja, dass Sie uns hier von Ihrer Architekturexpertise so teilhaben lassen, könnte ich mir auch sparen tatsächlich. Ich möchte mir in meiner Rede vor allen Dingen auf den Bereich der Cityherberge eingehen. Bis vor wenigen Monaten war es ja noch eine Jugendherberge, entsprechend erfüllt sie auch alle Standards, die ein Beherbergungsbetrieb erfüllen muss. Und ich möchte mich hier darauf konzentrieren, denn ich betrachte es als wirklich große Chance, direkt im Stadtzentrum, im großen Garten, eine ehemalige Jugendherberge als Einrichtung zu bekommen für die Unterbringung von Geflüchteten, die mit kleinen Zimmern ausgestattet ist und daher tatsächlich auch für die Unterbringung gute Bedingungen bietet, die aber auch, und das denke ich, ist hier das Besondere daran, wegen ihrer Beschaffenheit und auch wegen ihrem Standort direkt hier in unmittelbarer Nähe der Innenstadt die Chance bietet für die Erprobung von einem neuen Konzept, als das Ganze als innovatives Projekt anzugehen und anzuschieben, bei der Betreuung, Unterbringung und Integration von Geflüchteten nochmal ganz anders zusammen gedacht werden kann. Deswegen schlagen wir in unserem Ergänzungsantrag vor, dass das Objekt als Gesamtprojekt betrachtet wird. Dass also die Ausschreibung an einen Träger erfolgen soll, der nicht nur die Unterbringung organisiert, sondern das ganze Haus auch anders nutzt und da noch mal viel mehr draus macht und so, dass da am Ende noch viel mehr draus entstehen kann. Denn denkbar wäre, dass man diese Zimmer, es sind 137 an der Zahl, jetzt gerade werden sie sicherlich gebraucht als Unterbringungseinrichtung, aber es wird auch wieder andere Zeiten geben. Das heißt, die Zimmer werden nicht alle belegt sein, genutzt werden. Das heißt, man kann hier ganz andere Dinge stattfinden lassen, ganz andere Dinge hier von Anfang an mitdenken. Zum Beispiel könnten interkulturelle Vereine hier regelmäßig Treffen haben. Es könnten soziale, kulturelle, zivilgesellschaftliche Gruppen in der Cityherberge Räume nutzen. Und die BewohnerInnen der geflüchteten Einrichtung könnten direkt einbezogen werden. Sie könnten zum Beispiel auch selbst eine aktive Rolle in der Verwaltung des Objektes einnehmen. Vielleicht sogar auch in Form von Berufsausbildung, beispielsweise in der Grünflächenpflege, Gastronomie oder Gebäudereinigung. Der Standort ist mit seiner Lage hier vorne und auch mit seiner Beschaffenheit tatsächlich durchaus attraktiv und die Zimmer sind auch völlig in Ordnung, sodass wir finden, hier sollte wirklich mal was Neues probiert werden. Und wir haben in Dresden durchaus zahlreiche Träger, die auch in der Lage dazu wären, hier ein gutes Konzept
vorzulegen und das dann auch umzusetzen und durchzuführen. Zur Belegung wurde schon was gesagt. Insgesamt stehen ja in diesen 137 Zimmern bis zu 280 Plätzen zur Verfügung. Das übersteigt die maximale Belegungsanzahl von 65 Personen pro Einrichtung deutlich. Und wir als Linksfraktion halten auch an dieser Belegungsgrenze fest. Denn für die Bewohnerinnen von großen Einrichtungen, das ist einfach immer anstrengend, darin leben zu müssen. Und natürlich ist es auch für die Umgebung viel leichter, eine kleine Einrichtung fügt sich viel leichter ein. Jetzt aktuell in der Situation verstehen wir aber, dass es auch mal Abweichungen geben muss. Und gerade dieses Gebäude würde da tatsächlich gute Voraussetzungen bieten, indem man sagt, ja, standardmäßig sollen es 65 Personen sein. Wenn aber die Zuweisungszahlen höher sind und mehr Menschen nach Dresden kommen, soll relativ kurzfristig und flexibel, das wäre hier möglich, auch eine höhere Belegung möglich sein, die dann quasi, je nachdem, wie gerade die Bedarfe sind, sich auch anpassen kann. Und wie gesagt, in der anderen Zeit, also wenn nicht alle Zimmer belegt werden, kann man das noch ganz aktiv anders nutzen, indem man eben einfach viel stärker den Integrationsgedanken hier in die Einrichtung, in das Haus hineinholt. Und ich denke, das ist wirklich eine Chance. Und deswegen werbe ich hier dafür, nutzen Sie diese Chance und ermöglichen Sie an dieser Stelle eine neue Herangehensweise an eine Unterbringungseinrichtung. Vielen Dank. So, und zum Abschluss der Fraktionsrunde für die CDU-Fraktion, Herr Krüger. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wir sind uns einig, dass das Gebäude oder die Gebäude, um die wir heute sprechen, sicherlich nicht optimal sind. Weder für die Verwaltungsunterbringung noch für die Unterbringung von Asylsuchenden. Wir wissen, wir reden über marode Gebäude, die einen hohen Investitionsaufwand schon jetzt für die Benutzung haben. Genau deswegen wollen wir ja auch investieren, damit die Verwaltungsunterbringung dort vorübergehend, denn wir wissen, wir haben noch viele Dinge vor der Brust, sei es die Sanierung des alten Rathauses, sei es die Sanierung des Rathauses an der Theaterstraße, unser Neubau, aber auch das Voranbringen des Stadtforums 2. Das sind alles Dinge, die viel Zeit beanspruchen und die natürlich jetzt für eine Übergangszeit für die betroffenen Mitarbeiter Härten mit sich bringt. Deswegen nehmen wir viel Geld in der Hand, um für eine gewisse Zeit die Verwaltung vernünftig unterzubringen. Auch die Unterbringung der Asylsuchenden. Wir haben uns ja sicherlich alle nicht ausgesucht, wie viele Asylsuchende aufgrund der Ereignisse in der Welt zu uns strömen. Auch wir sind natürlich besorgt darüber, dass wir von unserem eigenen Beschluss abweichen müssen, nicht mehr als 65 Personen in einer solchen Unterkunft unterzubringen. Aber es lässt wahrscheinlich die derzeitige Zeit nichts anderes zu. Städtebaulich haben wir natürlich für diese Gegend, die ja ein Sahnestück, ein Filetstück in unserer Stadt ist, auch andere Vorstellungen, sei es die Entwicklung des Lingner Parkes, sei es die Entwicklung rund um das alte Robert-Rohn-Areal. Aber wir wissen alle, Stadtentwicklung ist kein Thema für eine Legislatur, sondern das ist eine Generationenaufgabe. Und insofern müssen wir uns diesem Kompromiss heute stellen. Wir haben natürlich auch Bedenken, insbesondere wenn es dort zu einem größeren Anstieg von Asylsuchenden und in der Unterkunft untergebrachten Personen gibt, sodass es dort, wir wissen alle, in unmittelbarer Nähe befindet sich der Skaterpark, der ja nun Gott sei Dank gut besucht wird von vielen Jugendlichen und anderen Nutzern. Deswegen möchten wir mit unserem Änderungsantrag zur Vermeidung möglicher potenzieller Brennpunktbildung den Oberbürgermeister beauftragen, dass eine angemessene sozialräumliche Betreuung vor Ort sichergestellt ist. Das meinen wir sowohl in der Asylunterkunft selbst, denn es ist sicherlich durchaus nicht von der Hand zu weisen, dass es dort zu Konflikten kommen kann, wenn dort beispielsweise in der Höchstzahl über 200 Personen untergebracht werden, aber auch im Umfeld, wo sich viele Jugendliche aufhalten
und es dort zu Konflikten kommen können, dass eine regelmäßige Bestreifung der Stadt eben zum Beispiel durch den GVD erfolgt. Hinzuzusuchen ist ebenfalls die Zusammenarbeit mit der Polizei und dass die Belegung des Objektes so bald als möglich reduziert wird auf die Zahlen, die wir uns selber mal gegeben haben, um eben nicht noch weitere Brennpunkte mitten in der Stadt zu haben. Dazu bitten wir um Zustimmung zu unserem Änderungsantrag. Wir werden der Vorlage und diesem Änderungsantrag unsere Zustimmung geben. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. So, damit sind wir durch die Fraktionsrunde durch. Weitere Wortmeldungen sind signalisiert worden von Herrn Nadzinski und Herrn Genschmer. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer. Nach den Aussagen von Frau Barkow können wir meinen, wir hätten heute den 1. April und nicht einen winterlichen Märztag mit Temperaturen um den Gefrierpunkt. Aber stellen Sie sich doch mal vor, wir hätten heute Temperaturen, Lufttemperaturen von 30 bis 35 Grad, wie sie sonst im Sommer auch mal üblich sind. Und da hätte ich mir schon ganz gerne mal gewünscht, dass wir als Stadtrat mal, bevor wir jetzt zu so einem Vertrag zustimmen, dann auch mal eine Begehung von diesem Gebäude bei derartigen Temperaturen machen. Denn dieses Gebäude, Baujahr 1970, ohne Dämmung, ohne Klimaanlage, ohne Lüftung, zeigt der Mittagssonne seine volle Breitseite. Die Sonne scheint bis spätabends auf das Flachdach, bedeckt mit schwarzer Dachpappe. Wie lange wird es wohl dauern, bis die zulässige Raumtemperatur von 35 Grad, die laut Arbeitsstättenrichtlinie des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vorgeschrieben ist, überschritten wird? Nur mit Fensterlüftung wird man mindestens die oberste der 5 Etagen im Sommer voraussichtlich wochenlang nicht nutzen können. 20% der gemieteten Fläche werden also jedes Jahr für mehrere Wochen nicht nutzbar sein. Die entstehenden Kosten dafür, dass Mitarbeiter der Stadtverwaltung in dieser Zeit bei voller Bezahlung mit hitzefrei zu Hause sitzen, sucht man in der Kalkulation, die von der Stadtverwaltung vorgelegt wurde, vergeblich. Stattdessen versucht der grüne Baubürgermeister, noch den Stadtrat davon zu überzeugen, dass ein Gebäude, welches ausschließlich über die Fenster belüftet werden kann, energetisch und klimaschutztechnisch besser sei als ein Gebäude mit Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, weil sowohl Lüftung als auch Wärmerückgewinnung Strom benötigen würden. Ein Zitat des Anschreibens von Herrn Kühn von letzten Freitag, Zitat, aus klimaschutzseitiger Sicht, dem Vergleich des Primärenergiebedarfs, liegt der Vorteil momentan deutlich auf Seiten der Lingner Allee. Diese Aussage bedeutet, dass Herr Kühn der Meinung ist, dass sämtliche Bauvorschriften zur Energieeinsparung von Gebäuden in den letzten 30 Jahren eigentlich Unsinn waren. Herr Kühn, wenn das ernst gemeint war, sollten Sie schleunigst mal mit Ihren Kollegen in Berlin telefonieren. Da könnten ja all diese Vorgaben, die in der Energieeinsparverordnung stehen, wieder aufgehoben werden und so zukünftig wieder günstiger gebaut werden. Bevor ich mich aber jetzt über die grüne Widersprüchlichkeit zwischen deren Ideologie und all unserer aller Realität auslasse, zurück zum Thema. Egal wie die Stadtverwaltung hier versucht, dem Stadtrat die Lingner Allee passend zu rechnen, aus Sicht unserer Fraktion ist dieser Standort nicht zumutbar. Weder für die Verwaltungsmitarbeiter noch für den Steuerzahler. Deswegen kann es nur eine Ablehnung zu dieser Vorlage geben. Vielen Dank. So, Herr Genschmer und dann Herr Schmidt. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch ich muss noch mal zwei Sätze zu dieser Vorlage sagen. Frau Bartko, Ihre Begeisterung für den Standort respektiere ich. Ich würde Sie nur bitten, diese Begeisterung dem Personalrat und den Mitarbeitern zu vermitteln, also mal ein Gespräch dazu suchen, dass die das vielleicht aufnehmen können in ihre, ja, in ihre Zukunft, weil ich höre dort raus, dass da eher eine komplett andere Meinung vorherrscht. Aber wie gesagt, ich kann da und der Personalrat kann da natürlich komplett falsch liegen und Ihre Weitsicht ist da vielleicht viel realistischer. Und die Zustimmung von der Union für das Objekt, wenn man sagt, es ist nie optimal, es könnte Brennpunkte ergeben, dann macht man einen kleinen Änderungsantrag. Ich würde ja verstehen, wenn aus dem linksgrünen Lager gleich noch eine Idee kommt, einen Sozialarbeiter für Skaterkurse mit einzustellen. Also das wäre ja ideal, dann könnte dort noch gleich noch eine Vermischung der Asylsuchenden und der Jugendlichen stattfinden. Aber für unsere Fraktion ist schon zu dem, was Thorsten Nitsche gesagt hat, diese Vorlage nicht zustimmungsfähig. Und ich will es eigentlich noch konkretisieren. Thorsten Nitsche hat es gebracht mit den Sanierungskosten für die Robotronkantine und dem Gebäude von 6 Millionen. Herr Kühn, Sie reden überall mit einer Verfrorenheit. Das bleibt bei den 6 Millionen. Ich will Ihnen glauben, aber wir haben viel Vertrauen. Es gibt wahrscheinlich eine Mehrheit, die das Vertrauen dazu benutzt, diesen Antrag zuzustimmen. Tun Sie uns, die diesen Antrag
nicht zustimmen können oder dieser Verwaltungsvorlage nicht zustimmen können, den Gefallen, wenn die 6 Millionen nicht eingehalten werden, treten Sie zurück. Und ich hoffe, die abschließende Rede aus dem Rat, Herr Schmidt. Ich mache es gleich von hier. Uns erreichte ja auch gestern noch mal eine Mail von dem Geschäftsführer des WTC. Und da die Diskussion um diesen Standort und die Alternative oder mögliche Alternative WTC ja auch in den letzten Tagen und Wochen in der Presse sehr intensiv geführt wurde, also damit in der Öffentlichkeit gelandet ist, würde ich darum bitten, dass der zuständige Bürgermeister zu den Sachen, die in der gestrigen Mail insbesondere drin waren, auch noch mal Stellung nimmt, damit das vielleicht auch noch mal öffentlich hier klargestellt wird. Wir hatten ohnehin vor, jetzt zum Abschluss noch mal zu einigen Punkten dann Stellung zu beziehen. Aber er ist noch nicht dran, der Herr Kühn, sondern der Herr Würz möchte sich noch vordrängeln. Bitte schön. Ja, meine Damen und Herren, einige Reden hätte man sich sparen können. Die Schreiben von Herrn Rees haben alle bekommen. Die hätte man hier im Prinzip nicht wechselseitig noch vorlesen müssen. Dass ein Mitbewerber am Immobilienmarkt, der hier leer ausgeht, das Gebäude eines Konkurrenten schlecht macht, ohne es selber zu kennen, ist eigentlich selbstverständlich. Es gab vor 10 Jahren mal das Projekt, in das Atrium gegenüber, was abgerissen worden ist, die Verwaltung einzubauen. Wir hätten damals einen Mietvertrag, glaube ich, von 9,90 Euro bekommen können, mit einer leichten Erhöhung. Es ist damals nicht gewollt gewesen, die Verwaltung könnte schon längst modernisiert dort sitzen. Hat keine Mehrheit gehabt, ist dumm gelaufen und wir als Linke haben uns ja auch im Prinzip gegen diesen Neubau eines Verwaltungszentrums ausgesprochen, weil es einfach auf der einen Seite zu üppig und zu protzig ist und auf der anderen Seite aber auch nicht besonders zukunftsweisend. Es ist weder innovativ noch mutig, es ist halt ein schlichtes Verwaltungszentrum, was im Prinzip so ein bisschen dann in der Fassade versucht Eindruck zu schinden. Das wird man dann auch noch sehen. Jetzt kann man aber nicht gegen alles sein. Also was wollen Sie denn eigentlich? Sie wollten auf der rechten Seite auch teilweise, Sie wollten dieses Verwaltungszentrum nicht, den Neubau, gut, wollten wir auch nicht. Aber wir haben gesagt, dann sollen wir doch bitte die Bestandsbauten erhalten. Also es gibt ja sowas wie graue Energie. Können wir uns leisten, alle 20, 30, 40 Jahre sämtliche Gebäude abzureißen, neu aufzubauen? Nee, können wir nicht. Insofern ist es jetzt eigentlich so, und das ist eigentlich der eigentliche Skandal hinter dieser Vorlage, mit dem drohenden Abriss und der Kündigung der Mietverträge durch die TLG drüben auf der St. Petersburger Straße, Grunauer Straße, also in dem blauen Gebäude und dem Straßentiefbeamt jetzt dahinter, Cityherberge, ist eines Tages mal begründet worden, dass wir ganz schnell mal für 140 Millionen ein neues Verwaltungszentrum brauchen. Und jetzt haben wir diesen biblischen Zustand, der Stein, den die Weisen verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Mit einmal wird dieses Gebäude im Prinzip saniert, es wird erhalten. Wunderbar. Wir haben gesehen, wie sich das Atrium, was abgerissen worden ist, was eigentlich mal für die Verwaltung vorgesehen war, wie sich das gegen diesen Abriss gewehrt hat, was dort für eine Substanz dahinter war und in welchem Zustand es eigentlich war. Das Ding war neuwertig. Natürlich, Fenster, Dämmung, Heizung, Lüftung, Sanitär müssen gemacht werden, aber das ist kein Hexenwerk. Und insofern, wer im Bauausschuss ist, kennt diese Planung, Bebauungsplan mit diesen 120 Meter langen Ungetüm, was ich dort mal an die Wand geworfen habe, wo es dann visualisiert war, da ist allen aufgegangen, wie furchtbar das ist. Da sind wir nochmal mit dem Schrecken davongekommen. Vielleicht kehrt da noch Vernunft ein. Wir als Linke halten nicht nur die Nutzung für sehr sinnvoll, sondern wir halten auch den Erhalt dieses Bauwerkes und die Nachnutzung für sinnvoll, weil es einfach im Prinzip vom Substanzerhalt, von der Substanzweiternutzung die vernünftigste Art ist, hier Bausubstanz zu erhalten und nichts zu verschwenden. Insofern ist es auch wirtschaftlich die beste Situation. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, meine Damen und Herren, wenn hier der Personalrat zitiert wird, dass alle mit fliegenden Fahnen in das World Trade Center wollen. Denn da erreichen uns ja die Beschwerden. Das ist ja im Prinzip in der Tat auch eine Frage der Erreichbarkeit der Wege zwischen dem Rathaus hier im Stadtzentrum und dort an der Ammannstraße. Wir haben jetzt im Prinzip die Möglichkeit, hier in der Tat mal die Verwaltung noch mehr zu konzentrieren, also mehr im Prinzip in die Nähe zu bringen, die Wege der Verwaltung, auch der Verwaltungsmitarbeiter zu verkürzen und damit auch für mehr Effizienz zu sorgen. Lassen Sie uns doch diese Chance nutzen. Im World Trade Center ist nicht alles Gold, was dort nicht glänzt.
Wir haben dort die Frage gehabt, dass dort teilweise die Verwaltung auch schon verstreut in verschiedenen Gebäudeflügeln untergebracht war, teilweise im Turm, teilweise dahinter. Die Erreichbarkeit war schlecht. Insofern denke ich mal, dass die Nachnutzung der Robotronengebäude sinnvoll ist, dass sie wirtschaftlich ist. Es wird sicherlich mehr kosten, aber wir machen damit nichts falsch. Wir erhalten etwas, was grundsätzlich erhaltenswert ist, führen es in der Nachnutzung vor und können im Prinzip damit auch der Verwaltung hier im Prinzip eine Perspektive geben, natürlich auch für Geflüchtete. Vielen Dank. So, nochmal substanziell neue Erkenntnisse in die Diskussion mit eingepflegt. Auch ein weiterer möchte das tun, Herr Nitsche. Meine Damen und Herren, es geht nicht darum, etwas zu verhindern. Wissen Sie, was wir wollen? Ich sage es Ihnen ganz kurz. Wir wollen 6 Millionen fix. Wir wollen Ehrlichkeit und Realismus. Und Herr Wirz hat es gerade wieder gesagt, es ist unehrlich und es ist unrealistisch, von 6 Millionen zu sprechen. Vielen Dank. So, und jetzt zum Abschluss der Debatte nochmal für die Verwaltung Herr Kühn und dann kommen wir zur Abstimmung. Meine Damen und Herren, zunächst die Vorlage zur Verwaltungsunterbringung, zur strategischen Verwaltungsunterbringung 2030 plus ist verwaltungsintern in der Endredaktion und kommt dann alsbald in den Stadtrat. Der Gesamtpersonalrat kennt diese Vorlage. In dieser Vorlage war bereits die Lingner Allee gegenständlich. Ich habe persönlich im Gesamtpersonalrat die Vorlage dort vorgestellt. Und insofern bin ich doch etwas irritiert von der Stellungnahme, denn die Debatte im Gesamtpersonalrat zur Verwaltungsunterbringung auch zu dem Objekt war eine andere. Wenn hier gesagt wird, dass die Lingner Allee 3 eine Schrottimmobilie ist und abrissreif ist, der verkennt die Fakten. Wie wollen wir eigentlich eine klimaneutrale Gesellschaft werden, wenn wir alle Gebäude, die nur weil sie 50 Jahre alt sind, schleifen? In diesen Gebäuden ist viel graue Energie drin und ich bin froh, dass der Eigentümer sich entschieden hat, das Gebäude nicht abzureißen, sondern den Bestand zu erhalten. Und insofern sind dort Investitionen notwendig, aber es ist ein Vergleich von Äpfeln mit Birnen, wenn man sagt, ein Gebäude wie die Robotron-Kantine will man energetisch dauerhaft sanieren, grundhaft sanieren. Wir mieten hier für 10 Jahre an und werden entsprechende Investitionen tätigen, unter anderem in den sommerlichen Wärmeschutz. Ich empfehle aber gerne einen Besuch meines Büros im Hochsommer im World Trade Center. Da können wir uns über den sommerlichen Wärmeschutz auch nochmal austauschen. Ansonsten ist zu sagen, dass wir natürlich dieses Gebäude und seinen Zustand intensiv mit den Fachämtern Hochbauamt und Bauaufsichtsamt geprüft haben, um zu gucken, welchen Investitionsbedarf wir in den nächsten 10 Jahren in dem Gebäude haben. Das will ich an der Stelle auch nochmal deutlich sagen. Und das Gebäude hat offensichtlich einen solchen Zustand, dass die Mieter, denen zum Jahresende gekündigt wurden, sich reihenweise jetzt bei uns melden und fragen, ob sie wieder in das Gebäude einziehen können und dieses nutzen. Wenn das so schlecht wäre und abrissreif wäre, würden wir diese Anfragen nicht zahlreich bekommen. Bitte also um Zustimmung. So, dann wollen wir den Aufruf mal jetzt in die Tat umsetzen. Wir kommen zur Abstimmung und haben insgesamt zunächst 3 Änderungsanträge. Ich will sie in der Chronologie, wie sie bei mir dastehen, hier aufrufen. Zunächst, wer dem SPD-Ergänzungsantrag zustimmen möchte, der ist jetzt an der Reihe. Nein-Stimmen, 14 Enthaltungen, hat keine Mehrheit gefunden. Wir kommen zum Ergänzungsantrag Fraktion Die Linke. Wer diesen zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Ja-Stimmen, 34 Nein-Stimmen, keine Enthaltung, hat auch keine Mehrheit gefunden. Und wir kommen zum Ergänzungsantrag CDU. Wer diesem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen.
11 Ja, 51 Nein, 2 Enthaltung. Damit auch keine Mehrheit gefunden. Damit kommen wir zum federführenden Ausschussbericht. Finale Abstimmung. Wer dem zustimmen möchte, der ist jetzt an der Reihe. (lacht) 49 Ja-Stimmen, 15 Nein-Stimmen, keine Enthaltung. Damit hat es eine Mehrheit gefunden, ist beschlossen worden. Wir schließen die Sitzung mit etwas Zeitnachlauf. Entschuldigung dafür, aber das war jetzt ein umfangreicher Punkt, der nochmal ausdiskutiert werden musste. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend. Vielen Dank für die konstruktive Mitarbeit.